Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Rebirth. Wir sind in der letzten Folge hier in Gongaga angekommen. Ja, wenn das hier Englisch wäre, würde ich jetzt voll sagen, oh, da unten ist eine lila Truhe, sehe ich gerade. Eine Sekunde. Keine Ahnung, wenn das hier jetzt Englisch wäre, würde ich irgendwie sagen, oh, Cloud has gone Gaga. Aber guck mal hier, eine lila Truhe, wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Die habe ich wortwörtlich gerade erst entdeckt. Hör damit. Also ja, wir sind hier letztens in Gongaga angekommen. Wir haben uns ein bisschen, weil wir zu den Reaktor hier hingehen wollen, ne? Zu dem Mako-Reaktor. Hier ist, glaube ich, das Häuschen, wo Eris reingegangen ist. Okay, bitte noch nicht triggern. Sonst vergesse ich vielleicht gleich noch die Truhe, ne? So, ich muss irgendwie herausfinden, wie ich da runterkomme. Ich kann schwören, irgendwo habe ich gerade gesehen, wie man, also vorhin, letzte Folge, das war gestern. Irgendwo kann man doch ja runter, glaube ich, ne? Und ja, wir sind hier angekommen. Wir wollten uns ein bisschen über den Reaktor informieren, ne? Und ja, wir haben herausgefunden, der Reaktor ist mal vor einer Weile, vor drei Jahren oder so, in die Luft gejagt worden. Der ist explodiert, ne? Weil Shinra sich nicht so viel darum gekümmert hat anscheinend. Ich glaube, von hier kann man da hin, ne? Nee, oder nicht? So, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir da runterkommen. Hallo, Truhe, sag mir jetzt nicht, ich muss außerhalb von Gongaga hier irgendwie hinschwimmen. Ich glaube sogar, das ist sogar der Fall, ne? Aber ja, das ist jetzt erstmal höchste Priorität, da unten die Truhe zu holen, ne? Das könnte wahrscheinlich wieder neue da. Ich wollte sagen, irgendwo konnte man hier runter, ich weiß nur nicht mehr wie. So, dann verleihen wir uns erstmal die Truhe ja eigentlich. Wollte ich gerade erst im Intro gesehen. Cool. Das ist bestimmt wieder eine geile neue Waffe drin, ne? Zeig mal. Sehr schön. Und ja, wir wurden herzlich empfangen. Erst wurden wir ein bisschen angegriffen, aber dann haben die Leute gesagt, ah, alles klar, ihr seid gut, ne? Und wird super cool. Und rotes Megafon. Oh. Eine Waffe für KC. Für Kachi. Ja. Rotes Megafon, das gibt gar keine Materiaplätze. Cool. Ein Megafon für leidenschaftliche Anfeuerungsrufe. Gibt dafür 9 in einen Zustand, der beim Absteigen eine Explosion auslöst. Das ist aber nicht passiv, ne? Weiß ich, ob mir hat gefällt. Mein Gott, die Werte sind alle. Okay, ja, das gefällt mir jetzt nicht so, aber. Um das halt zu lernen, einmal kurz, ne? Schaden, den der Mogri verursacht. Wird das Glück. Glücksritter beim Reiten auf dem. Was? Zweimal? Um 100%. Was passiert, wenn ich das zweimal mache? Machen wir mal. Was kann schon schief gehen hier, ne? Da ist, ich müsste wahrscheinlich erstmal ihn hier in mein Team reinnehmen, damit ich hier schnell lerne. Ja, noch eine neue Waffe. Juffi, ne? Ja, ich muss aber erstmal für ihn, ne? Er kriegt gar keine Materie, ne? Also kriegt gar keine Materie, Erfahrungspunkte. Deswegen so schnell wie möglich diese Waffe hier leveln. Damit wir hier wieder umrüsten können. So, wenn wir schon mal hier unten sind, dann gucken wir mal hier, was es hier noch so gibt, ne? Der bestimmt nicht das einzige sein, oder? Vielleicht doch, ne? Ja gut. Finde ich gut, wenn sowas hier passiert. Ich mache einfach mein Intro auf einmal. Was? Nein, du hast sie schon vorher gesehen und du hast nur so getan, als hättest du jetzt zum ersten Mal gesehen. Nein, ich schwör. Okay, kann ich irgendwie raus? Oh Gott, jetzt haben wir mich hier. Nein, natürlich nicht. Na gut, dann schwimme ich eben. Ja. Gut, wir haben uns hier mit unseren Verbündeten hier so ein bisschen aufgeteilt in Gongaga. Die haben ein bisschen so geguckt, ne? Was hier so los ist. Yuffie ist am Faulenzen. Bert überlegt hier hinzuziehen.
Red hat irgendwie, weil ich ein paar Pilze gefunden. Und ja, Tifa überlegt sich eine Suppe zu machen. Und Aeris hat irgendwie hier jemanden besucht. Man hat gesehen, wie sie hier in so ein Häuschen reingegangen ist, zusammen mit ein paar anderen Leuten. Und da checken wir jetzt mal kurz ab, was da so los ist, ne? Und ja, was es damit auf sich hat, ne? Ja, dann zeig mal, ne? Hier war das. Ich will auch daheim. Ex-Soldat. Kennst du unseren Sohn? Sechs. Oh. Alles in Ordnung? Ja. Wie ist sein Name? Zack. Er heißt Zack Fair. Zack. Nein. Tut mir leid. Diese Unterhaltung gab es im Original, daran kann ich mich nur erinnern. Einfach abgehauen. Anfangs schrieb er uns noch ständig, aber dann... Als ich dich sah, dachte ich, du könntest das Mädchen sein, von dem er immer gesprochen hat. Ich wollte dich nicht in Verlegenheit bringen. Ich glaube, Zack hat in jedem Hafen ein Mädchen. Oh. Naja, solange er seinen Spaß hat. Keine Nachrichten sind gute Nachrichten, so heißt es doch. Ganz richtig. Falls ihr unseren Sohn trefft, dann sagt ihm, dass er uns mal schreiben soll. Versprochen. Cloud, wir sollten zurück. Ihr wollt schon los? Ich kann uns einen Tee aufsetzen. Ich habe sie lange genug gestört. Ihr seid jederzeit willkommen. Nur die Haare des Vaters sehen sogar so ein bisschen aus wie die von Zack. Also ja, diese Unterhaltung gab's. Ja. Im Original auch. Ja, man hat diese Familie getroffen, die haben einen gefragt nach Zack, ne? Und was mich gerade ein bisschen verwirrt, ich glaube nicht, ob das ein Spoiler ist oder nicht, aber Aeris scheint jetzt irgendwie hier, es scheint irgendwie den Anschein zu haben, dass Aeris Zack nicht kennt, was irgendwie komisch ist, weil wir haben ja schon im Intro gesehen, ganz in den ersten Part, als Zack hier Aeris gerettet hat, und er scheint sie ja ganz eindeutig zu kennen, ne? Also es heißt, dass es wieder ein Krieg, ich weiß jetzt nicht, warum sie jetzt gerade so tut, als würde sie ihn nicht kennen. Dann hat Zack sicher erst recht keine Zeit, uns zu besuchen. Also, das verwirrt mich gerade so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob das ein Spoiler ist, ne? Oder ob das im Original auch so war oder so, keine Ahnung. Aber es scheint ja ganz offensichtlich zu sein, dass die beiden sich kennen, ne? Deswegen verwirrt mich jetzt gerade, warum die jetzt hier gesagt hat, oh, ich kenne den nicht, also ne? Obwohl, sie hat ja mehr so angedeutet, ne? Mit diesen Hafenanspielungen, die hat sie ja gerade so angedeutet, dass sie ihn kennt, ne? Ich hab dir doch erzählt von Zack. Weißt du, am Wallmarkt meine ja, okay. Liebe. Ich habe da nicht richtig zugehört, anscheinend. Ja. Dann verstehe ich nicht, warum sie irgendwie so getan hat, als würde sie irgendwie so sagen, ah, du bist das Mädchen, das Zack beschrieben hat. Keine Ahnung, ich habe wieder zu viel da reingeschaut in die Situation. Er entpuppte sich als sein Vater. Wie seine Eltern sich fühlen, hatte ich gar nicht bedacht. Unsere Begegnung hat bestimmt alte Wunden aufgerissen. Hm. Auf mich wirken sie ganz glücklich. Auf mich wirken sie ganz glücklich.
Danke. Lieb von dir. Diesen Zack. Liebst du ihn noch? Also Cloud, du bist aber ziemlich direkt. Ich glaube ja. Gäb keinen Grund, es nicht zu tun. Und wie war's? Sie meinten, sie hätten nichts gehört. Oh. Dich einfach so sitzen zu lassen. Vergiss den Kerl lieber. Warte, warte. Er war Soldat, oder? Falls ja, ist er womöglich längst tot. Cloud! Sorry, leg mich kurz hin. Sieht so aus, als würde Cloud Zack wirklich nicht kennen. Mal schlafen. Okay. Schnellreisen wieder möglich. Alles klar. Gut, dann machen wir erstmal hier Verwirrung und Erholung. Hm, ja, die Quest kümmern wir uns ein bisschen später, ne? Auch wenn dabei eine Waffe rausspringt. Ich will erstmal hier ein bisschen die Story weiterführen, ne? Wir werden also ein bisschen Content hier für ein neues Intro und so. Deswegen will ich hier ein bisschen weiterspielen gerade. Ich habe schon ein Part aufgenommen, aber noch nicht hochgeladen, weil ich noch kein Intro habe, ein neues. Also müssen wir noch ein bisschen weitermachen hier, ne? So, Yuffie. Mach Platz auf der Couch. Mach weiter. Tu mich in den Schlaf hier. Ja, Verwirrung und Erholung. Cloud Stufe 35. Okay, Hauptstory. Ja. Ich nehme an, wir kommen dann jetzt hier ein bisschen weiter in der Story. Wir müssen jetzt hier wieder irgendwo rein und kommen da wieder eine Weile nicht raus, so wie das jetzt ausschaut. Und ich komme mit. Puh. Alles klar, Leute. Schnellreisen zurzeit nicht möglich. Der Schrei des Planeten. Jofi, warte. Oh, danke schön. Ich tue mein Bestes. Als hätte ich sie irgendwie gemacht oder so, ne? Also, es ist ja schon wieder in die Luft geflogen, hier der Reaktor. Irgendein NPC hat auch irgendwie gesagt, irgendwie. Da sind irgendwie weit nicht. Da kommt schwarzer Nebel aus dem Reaktor manchmal. Moment mal, ist das der Grund, warum ihr hier seid? Ja, könnte man so sagen. Passiert das öfters? Seit ein paar Tagen, ja. Die Jugendwehr wollte der Sache nachgehen. Aber wir wurden aufgehalten von seltsamen Wesen. Schwarze, herumschwirrende, geisterhafte Wesen. In ihrer Nähe wird einem ganz anders. Meuren. Geisterhafte Wesen, hört ihr? Du konntest sie sehen? Oh. Ja, schon. Wieso? Was sind das für Wesen? Oh. Das ist verdächtig. Das waren Meuren. Das klingt ja vielversprechend. Genau. Gehen wir hin. Du bleibst mir schön hier.
Was? Wieso? Ich will aber mit! Ich lass dich doch nicht frei im Reaktor rumlaufen. Kannst du auf die mal aufpassen? Ein echter Traumjob. Wieso? Dauert nicht lange. Wir checken nur schnell die Lage. Wieso soll sie denn da bleiben? Was? Sollte ausreichen, wenn wir Jungs uns das angucken. Nicht? Okay. Ich denke mal, die müssen uns ja so ein Team vorgeben, ne? Gehen wir. Ihr beide habt ein Auge aufs Dorf. Ja, nicht immer mit einer vollen Gruppe hier rumrennen, ne? Entführung! Kidnapping! Okay. Jetzt hat Kate, sie kommt auch nicht mit. So. Bert, Kate, sie. Da passt ehrlich gesagt gerade. So, na gut, nimm mal Barrett. Kann hier irgendjemand heilen? Ich glaube, niemand kann hier heilen, außer... Ich glaube, niemand außer Cloud kann hier heilen, ne? Barrett hat heilen. Ach so, wegen dem Kampf gegen Dein damals, ne? Ich habe noch nicht das Heilen hier entfernt. Oh, wo ist KG da? Ach ja, er hat ja doch... Weil er eine Reihe fehlt wegen der blöden Waffe. So, ich würde mich aber, glaube ich, etwas sicherer fühlen, wenn, glaube ich, Red das hat, ne? Aber da müsste ich hier, weißt du was, hier. Automatische Heilung, hast du das? Automagie behandeln. Stärkt ab, also, wo habe ich denn das jetzt hingepackt hier? Ja. Dann müsste ich aber Red ins Team nehmen. Ich will ehrlich gesagt eher Barrett. So, ich plane erst einmal. Ich will Barrett schon mitnehmen. Aber ich will dann wahrscheinlich erstmal ihn zur Sicherheit mitnehmen. Weil ich mit Ketchi hier die Dings lernen will. Die Fähigkeit. Wo ist die Fähigkeit? Wie ist sie noch? Mogri-Explosion, ne? So, ich will erstmal so schnell wie möglich seine Fähigkeit lernen. Dann, wenn wir die gelernt haben, dann switchen wir rüber zu Barrett, ne? Würde ich sagen. Weil Reaktor, Shinra, da muss Barrett dabei sein, ne? So, wie komme ich denn jetzt da hin? Da unten, okay. So, die haben gerade gesagt, wieder Armor, also Weapon, ne? Ich werde die immer Weapons nehmen. Wow, was ist mit dem Frame Einbrüchen hier gerade? So, jemand Lust auf Karten spielt? Wollte gerade noch so hier dahin gehen, so. Oh. Lass mal. So, hier sind zwei Questmarker, sehe ich gerade auf Karte. Hm. Ja. Hat mich über alles informiert. Ihr dürft durch. Dann halt uns nicht auf. Danke, du hast 2 Sekunden von unserer Zeit verschwendet. Kannst du es wagen? Na gut. Werden ja wohl noch ein paar normale Gegner kommen, ja, bevor wir irgendwie mal nicht immer machen, ne? So, hier sind überall Gongaga-Pilze, aber ich kann die nicht einsammeln. Nur gesagt, ich kann die überall einsammeln. Das ist schon wieder was für ein Schokobo, habe ich gesehen. Okay, so, jetzt bin ich aber ein bisschen paranoid, was das Wasser hier angeht, ne? Die jetzt überall solche Sachen sind, ne? Der Schatztruhe fand ich doch schon leicht übersehbar. Jetzt doch noch Mäuren, als hätte eine Armer nicht gereicht. Mäuren? Was soll denn das bitte sein? Auch Wächter, aber welche des Schicksals? Sie erscheinen, wenn sich das Schicksal zu ändern droht. Ach, deswegen heißt das Kapitel Wächter des Planeten oder so, oder Beschützer des Planeten. So. Aber irgendwo ein paar Gegner. Da ist ein Gegner. Du siehst neu aus. Verdammt. Also 2.
Gagi Gandhi. Gandhi. Na, ich muss das mal hin. Okay, dann mal los. Wir steigen noch von dem ab. Explodier. Aber ich kann auf Lau getroffen werden. Nein, ich bin versteinert. Hattest du nicht Behandlung? Kannst du nicht mal behandeln? Nö. Dann eine Goldnadel, ne? Haben wir doch bestimmt, oder? Obwohl, ich glaube, davon hat man noch nicht viel, ne? Nein. Ich übernehme du. Ich übernehme. Übernimm du. Bist du bescheuert? Los, alle zusammen! Und hier die Zugabe! Oh nein, ich vergesse mal. Oh, Fertigkeit gemeistert, Gott sei Dank. So, explodier, explodier. Explodier, explodier. Was zum? Irgendwie funktioniert das nicht so. Irgendwie funktioniert der Angriff nicht so. So. Weg mit der Waffe. Haben wir das hier erledigt. So. Lange finde ich ehrlich gesagt auch nicht so berauschend, wenn ich ganz ehrlich bin. So. Dann tun wir anstatt Mogre-Explosion, weiß ich nicht. Das ist auch aus dem Sinn. Ja. Ich weiß eigentlich fast genau das gleiche, ne? Oh, das ist halt offizielle Weapon-Thema. Nicht das, was ich immer sage, oh, wenn ich dieses Thema höre, dann denke ich mal an die Weapons. Nee, das ist halt aktuelle, das ist halt echte Weapon-Thema. Nur langsamer. Und die Hälfte des Spaß von dem Spiel ist immer hier die ganze alte Musik ja wieder zu erkennen irgendwie. Oh, diese Lieder, die hörst du ja erst viel später, in der zweiten Hälfte des Spiels erst. Ey. Ja, aber die teasen ja immer alle so Sachen, die erst noch sehr viel später passieren. Ja, wie mit Sephiroth. Lass mich raten, der wird der finale Boss dieses Spiel sein, ne? Irgendwie voll keinen Sinn macht. Ich meine, es macht schon Sinn, aber... Mein Gott. Okay. Echt darüber? Doch. So, seid ihr auch neue Viecher? Nee, ne? Das ist ein Turm, sehe ich gerade. Wenn wir schon mal hier sind, ne? Oh, ich habe schon, ne? Küss mich. Machen wir mal... Störung. Wo ist es? Wo ist das Ding? Plasma-Einladung. Sehr gut. Und tschüss. Keine Chance. Zu ziemlich schwach. Zack. Nimm das. Oh mein Gott. Das ging richtig schnell gerade. Wir waren so viele Gegner, ne? Das macht. Deswegen habe ich Plasma-Einladung eingesetzt, ne? Wäre eigentlich perfekt gewesen, wenn die alle so nah aneinander sind, ne? Nach jedem Angriff mache ich irgendwie so eine Blitzwelle oder so.
Ja, dann machen wir unseren ersten Funkturm hier. Auch nicht schlecht. So, lass mich mal mein mächtiges Analysegerät da reinstecken. Oh. Oh, ja, mit der. Yay. Information freigeschaltet. Den einen ersten Turm haben wir noch gar nicht hier gefunden. Also den haben wir, aber zu denen sind wir noch gar nicht hingegangen. Wir haben den schon gefunden auf der Karte. Chatley. Klar. Um den Funkturm von Gongaga herum gibt es einige Gebiete, die anscheinend durch irgendetwas abgeschirmt werden. Mir fällt nur ein Konzern ein, der die Technologie der Republik auf diese Weise umgehen kann. Shinra. Richtig. Wahrscheinlich konnte ich deshalb bislang rund um Gongaga noch keine Protosubstanz orten. Wir sollten dieses Gebiet auf jeden Fall genauer untersuchen. Ich schicke dir die Koordinaten der besagten Areale. Ich mach doch sowieso immer erst die Story ein bisschen weiter. Das wir uns hier, bevor wir uns hier umsehen. Was? Feuerroter Phönix. Ich dachte, du hast sie noch nicht gefunden. Muss ich erst hier einen Turm finden, damit du die Protosubstanz finden kannst. Du hast gerade gesagt, du hast sie nicht gefunden. Aber hier nicht, ist doch mal ja auch nicht irgendwo hier drin versteckt. Boah, ich kann es kaum erwarten, bis die echten Momente her kommen, wo die ganzen Lieder jetzt zum ersten Mal abgespielt wurden. Also das Lied da gerade im Hintergrund spielt. Der Angriff der Weapons hieß, glaube ich, das Lied, ne? Ich kann kaum erwarten, bis das Lied hier echt irgendwann mal in der richtigen Situation abgespielt wird und oh. Nicht irgendwie nur so als Fanservice. Eigentlich sollte niemand außer uns die Mäuren sehen können. Doch Sisney hat gesagt, dass sie. Ja, war ein bisschen auffällig, ne? Könnte eine Falle sein. Und jetzt? Wir werden sehen. Habe ich mich gerade auch gewundert. Stellt sie uns gerade eine Falle? Gehört sie zu Shinra? Oh Gott, wir haben gerade Yuffie und die Mädels bei denen gelassen. Nein. So, ich sehe schon Kämpfe und also was, aber ich warte erstmal. Müssen wir noch nicht direkt machen, ja, ne? Oh Gott, was zum? So wieder Saphir Weapon. Und ich werde die Weapons. Ne? Ich kann mir nicht angewöhnen, Armor zu sagen. Die sind halt mein Leben lang Weapon, ne? Die hießen schon immer Weapons. Die hießen anderen Final Fantasy spielen Weapons. Ich habe noch nie das Wort Armor gehört. Ich habe schon tausendmal das Wort Weapon gehört, ne? Ist ja auch so ein berühmter Boss hier, Omega Weapon, ne? Ja, irgendwie weiß ich nicht. Ja, ist immer komisch. Ja, Weapons sind manchmal irgendwie, ich glaube, das erste Weapon, das jemals vorkam, war, glaube ich, entweder in Final Fantasy 1 oder 3. Da war dieser vierbeinige Roboter, der einfach nur Omega hieß, ne? Und dann irgendwann Omega Weapon. Und dann haben sie irgendwie, weiß nicht, die so mehr so organischer gemacht, ne? So organischere Liebewesen haben die irgendwie zu Weapons gemacht. Dann gab es irgendwann Ultima Weapon, Omega Weapon. In Final Fantasy 7 gab es dann hier halt die ganzen anderen Weapons hier, ne? Rubin Weapon, Smart Weapon, Diamant Weapon. Ja, die hießen nirgendwo bisher Armer. Ich kann mir nicht angewöhnen. Vor allem macht irgendwie gar keinen Sinn, ne? Die tun das Wort von einem englischen Wort zu einem, ich weiß nicht mal aus welcher Sprache hat, kommt Latein, nehme ich an. Tun ja ein anderes Wort irgendwie umwandeln, was auch irgendwie. Wenn mir ziemlich sicher, im Englischen heißen die bestimmt immer noch Weapons, ne? Weil warum nicht, ne? So, Analyse 2. Ich finde mal noch die zweiten Sachen hier. Also ja, ist nicht so eine Sache, die man einfach so umändern kann und dann erwarten kann, so, oh ja. Natürlich. Also so wie mit Korriban und Moriban in Star Wars. Haben sie auch irgendwie den Namen von Korriban hier, den Planeten des Sith hier, geändert.
Das Land um Gongaga wurde von einiger Zeit von den Nachkommen der Xetra besiedelt. Oh, das alte Volk. Sie vermeiden Konflikte aller Art, bevorzugten die zurückgezogen erlebten den von den Früchten und Pilzen des Waldes. Okay. So, sind wir überhaupt noch hier auf dem Weg? Ich will jetzt ja nicht irgendwie, weil ich hier so kämpfe und so weit alles hier machen, ohne eine volle Truppe zu haben. Wenn ich ganz ehrlich bin, ne? Ich will schon jetzt hier zurückkommen, wenn ich hier alle meine Charaktere wieder habe, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, die Mädels kriegen jetzt auch Erfahrungspunkte, auch wenn die jetzt nicht Teil der Gruppe sind, ne? Ich glaube, die leveln alle auch mit auf, ne? Aber einfach nur zur Not irgendwie einen Charakter zu haben, den ich vielleicht brauche, ist einfach besser. So. So. Ich wusste jetzt genau, das hier ist der Reaktor. Mir schon letztens gesagt, ne, als ich das auf Karte gesehen habe. Boah, ich kann es kaum erwarten, bis wir im nächsten oder übernächsten Teil von diesem Spiel irgendwann in dem Moment kommen, wo die Weapons erwachen. Ne? Boah, das ist voller Game Changer, finde ich. Der Metroid. Boah, ich kann kaum erwarten, die Metroiden zu sehen. Da kommen noch so viele geile Sachen in Zukunft, ne? Wir sind hier noch. Ich meine, die Momente hier sind auch nicht lahm oder so, ne? Die Gold Saucer und all sowas, ne? Zum ersten Mal zu sehen in HD war klasse. Konfrontation mit Dein. Gab schon coole Momente bisher, aber es kommen noch so viel geilere Momente, ne, in Zukunft. Man wird so lange dauern, bis wir da ankommen, ne? Wie lange hat es jetzt gedauert, bis wir 5 Jahre oder so von den einen Teil zum nächsten gesprungen sind? Ja, ich hoffe, das dauert nicht noch mal so lange. Ja, schon alle alt und knackig, bis wir hier, bis wir da ankommen. So, ich erwarte einige Sachen, die noch hier passieren. Weil der Besuch in Gongaga im Original war so ein bisschen anders wie hier, ne? Also das ist jetzt alles gar nicht passiert, ne? Also da war kein Weapon, da war, weiß ich nicht, wir wurden nicht aufgefordert, unbedingt zum Reaktor zu gehen. Also die ganzen Sachen hier sind alle neu. Wow, unglaublich. Marco wird dort gefördert, wo der Lebensstrom besonders stark ist. Und wo geht's rein? Am Eingang? Euren. Aber sie wirken anders. Meinst du? Komm. Es wird Zeit. Oh, wer da schon wieder jetzt. Sephiroth ist übrigens auch nicht hier aufgetaucht. Wie gesagt, Sephiroth ist im Original viel später als aufgetaucht, ne? So, oh, was ist hier los? Ha. Sind wir endlich da? Wie lange dauert es noch? Man, noch circa eine Stunde. Welches Spielzeug nehme ich heute? Werden wir denn Waffen brauchen? Kleines Dummchen. Dafür werde ich schon sorgen. Okay. Na gut. Skal ist auf dem Weg hierhin. Nehme ich sehr stark an. So, und hier haben wir den Dungeon. Sieht so aus, ne? Ich sehe wieder so eine Karte. Ich glaube, Kate Sif ist irgendwann mal aufgelevelt. Sollte ich vielleicht mal gucken. Okay. So, ich weiß, da gibt es wieder neue. Oh. Genau deswegen habe ich die noch nicht gekauft. Ja, jetzt kann ich mir einen holen. Banditnamen reif. Jetzt wieder billiger als. Ja.
Okay, Seth. Du hast nur 10 Punkte. Da kann ich bestimmt nichts ausgeben für. Mal kurz jetzt chillen. Ich weiß zwar nicht, ob wir irgendwie 4 HP oder MP verloren haben, aber was soll's. Tippe und MP wurden geheilt. So. Dann gib mal irgendjemanden den Banditen an, Reif, nehme ich an. Er braucht denn hier noch 4 Dinger. Man klaut, ne? So, da gibt es mehr physische Verteidigung, aber dafür weniger Magieverteidigung. Er hat ein ausgeglichenes Ding. Wer braucht denn hier mehr Verteidigung? Du nehme ich an, ne? Mehr Verteidigung. Bei Belt weiß ich nicht so genau, was ich den als geben soll. So ausrüstungsmäßig. Was ist denn deine magische Verteidigung? Genau gleich. Mit Cloud will ich vielleicht eher ausgeglichen haben, ne? So, Barrett, ich glaube, wir bauen einfach Barretts Verteidigung weiter aus, ne? Ja. So, dann kriegst du vielleicht noch irgendeine Passive, ne? Du kriegst ja die ganzen Boosts, ne? Meister der Gegenstände provozieren. Habe ich nicht Kraft bekommen letztens? Ja, der Cloud, okay. Erst haben wir dir einen Glücksboost geben. Ich habe so das Gefühl, so oft wer angreift mit seiner Knarre, ne, wird da bestimmt gut, ne. Das, guck mal, wie viele Sachen er hat, ne. Automatische Spezialfähigkeiten, Glücksboost, Ausdauer, TP Boost. Ein bisschen sortieren, ja, ne. Ah. Okay, gut, weiter. Diesen Lichtwechsel habe ich ehrlich gesagt noch nie gemocht, ne? Wir haben viele moderne Spiele heute, ne? Wenn du irgendwie aus dem Licht irgendwie in so eine dunkle Höhle oder so reingehst, ne? Dann wird alles erstmal so dunkel, weil sich deine Augen irgendwie, keine Ahnung, an die Dunkelheit gewöhnen müssen oder so. Das habe ich noch nie gut gefunden in Videospielen. Das ist so eine dämliche Funktion. Das macht doch irgendwie gar keinen Sinn, ne? Wenn er andersrum ist, macht er mehr Sinn. Wenn du irgendwie aus was Dunklen kommst und du gehst irgendwann hell, ne? Dann müssen sich deine Augen erstmal dran gewöhnen, ne? Aber doch nicht umgekehrt, oder? Spitzhahn. Gaias Segen. Hey, Gaia ist der Name des Planeten, wenn ich mich irre. Ah, warte mal. Warte mal, bevor ihr mich hier. Ja, vorhin die uns hier in Frösche verwandelt oder so, das sind doch die Viecher, ne? Weil ich die lieber vom Weiten ab. Okay. So. Und ja, ich habe schon gesagt, aber da wurde ja gar nicht auf der Karte angezeigt. Wo ist denn dann jetzt? Warte, wo ist jetzt der richtige Weg? Wenn das der richtige Weg ist, dann will ich das woanders hin. Also ja, das hier ist alles gar nicht im Original passiert, ne? Weil wie gesagt, oh, Waffe, noch eine Waffe. Ich hab so viele Waffen in letzter Zeit gefunden. So, Kristallschwert, hey. Der Name kommt mir bekannt vor. Ich glaube, da gab es mal im Original. So, bitte sag mir, du hast nicht ein Ding. Du hast zwei Dinger. Oh, das sieht geil aus. Ein Schwert, das aus seinen riesigen Kristall gehauen wurde. Er schlägt mit Schadenswort bei Gegnern, Schock und verbraucht 2 ATB-Einheiten. Hey, den Angriff kenne ich noch. Ich dachte, den haben wir schon. Na gut. Hier man später, wenn man irgendwie ja alle Dinger maximiert hat, ist das nicht mehr so. Ist das jetzt nicht mehr so, weil nicht problematisch mit den. Mit den Waffen, aber trotzdem. Warte mal, was ich hier mache? Hier packen wir entfesselte Offensive in. Ne? So, geiles Schwert. Werden wir leider nicht viel von sehen, weil wir halt, nachdem wir die Waffe hier. Die meine Fähigkeit gemeistert haben, wir
wieder direkt zu die andere wechseln werden, weil die halt mehr Materia Slots hat, ne? Oh, ich dachte, erstmal werden diese Kundentypen hier. So, hier geht dahin, dann gehe ich erstmal hier hin, ne? So, Gegner, wo bist du denn? Grangalan. So. Wow. So, ich brauch zwei ATB-Balken, ne? So, dann Ende mit Schrecken, ne? Was zum? Hey, warte, die Viecher kenne ich. Trotschka-Puppen, ne? Heißen die so? Die tun sich immer weil Enkel der Rangalan. Ja, die können sich immer wieder aufteilen. Ah, ho, ho, ho. Ich habe nicht gesehen, ob da jetzt ein Ding war. Ob da ein Punkt war oder nicht. Ja, die Viecher kenne ich. Die trifft man normalerweise schon erst in der Gold Source, in der Under Source. So, nee, warte. Da muss ich hin. Also da muss ich nicht hin, aber da ist noch was. So, noch eine Truhe. Mit einem Saphir. Und eine Mori-Medaille. Von denen wir mehr als genug haben. Von denen kriegen wir viel zu viele. Viel mehr, als wir jemals ausgeben können, habe ich so ein Gefühl. So, die sind nach links gegangen. Ne? Gehen wir weiter hier hin. Gehen wir nicht weiter hier hin. Oh, hier ist nichts mehr. Ah, wo seid ihr? Ich habe gesehen, wie ihr hier reingegangen seid. So viele Orte und Ecke zu erkunden. Wir noch mal nach oben gehen. Aber ich bin so zuckersüß. So geflatter. Na gut, wenn wir so oder so dein. Kurz und schmerzlos. Küss mich. Küsst du mich doch. Küss mein Schwert. So. Ich muss diesen Angriff hier lernen. Boom. Ich kann mich erinnern, der Angriff ist super stark. Deswegen sollten wir den so schnell wie möglich lernen, ne? Muss ich überhaupt machen, um den zu lernen? Außer einzusetzen. Geschockte Gegner treffen. Okay, das ist ja nicht so schwierig, habe ich so ein Gefühl. Was hat hier? Berühren. Und dann wieder eine Kaktorpose. Kann ich einen Blitzzauber darauf packen? Oh. Stimmt, da war ja auch eine Funktion. What? Also, ich muss gedrückt halten. Das ist halt einfach eiskalt los. Wo muss ich hin damit? Hier ein Reaktor irgendwo? Hier ist das. Mal da reinstecken. Was ist das am Glitschen? So eine Ecke von so einem Würfel ist da drin. Ungefähr ist ja, ihr schnuckligen Viecher. Was macht ihr ja schon wieder? Tut ihr wieder die Story des Originals hier ändern? Das ist doch einfach nur eure Aufgabe, ne?
Nein, er war geschockt. Nee, er war schockanfällig, verdammt. Oh, nein, 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 bitte nicht versteuern. Nein. Hätte ich gar keinen Bock drauf. Gott. Okay, ganz ruhig bald. Also, wow. Leute, passt doch mal auf, ihr schreckt mich jedes Mal. Wenn ihr so durch die Gegend läuft und alles hier um die Gegend wirft. Okay, ich weiß nicht, wo wir als nächstes hin sollen. Weil ich sage, wo wir als nächstes hin sollen, dann sage ich natürlich, wo ist die nächste Sackgasse, ne? Damit ich ja noch mehr zu erkunden habe. Bei den Sackgassen befindet sich immer cooles Zeug, wie zum Beispiel Giftmüll. Cool. Wird sich mein Charakter aus Honkai Star Rail hier am meisten freuen. Was Müll, geil. Dann kann ich mich wälzen, auch wenn es giftig ist. Das ist nur eine andere Geschmacksrichtung für mich. Ich frage mich, welche Weapon wir hier finden. Wieder Saphir. Also Saphir ist eigentlich so die einzige Weapon, die sich die ganze Zeit so, obwohl eigentlich nicht. Ich wollte gerade sagen, Weapon ist Saphir-Weapon ist die einzige Weapon, die sich so im Wasser bewegt, aber ist gar nicht wahr. Diamant-Weapon kam auch wortwörtlich aus dem Wasser. Und hier, oh Gott, was seid ihr? Hab ich schon mal gegen euch gekämpft? Ich glaube ja, ne, ja. So, ich soll geschockte Gegner treffen, ne? Soll ich mich vielleicht eher darauf machen, euch zu schocken, ne? Ja, die haben sich direkt dahin bewegt. So, und jetzt Ende mit Schrecken. Ah, der ist so gut tot. Ja. Ich bin noch nicht fertig. Okay. Ein bisschen nervig werden, diese Fähigkeit zu leveln, habe ich so Gefühl. Da ist hier nichts, einfach nur Gegner. Da unten kann man aber auch noch lang. Sag mal, will ich mir das ein oder werden das immer mehr? Womöglich wollen sie uns führen. Da bin ich eigentlich der Einzige, der hier die ganze Zeit Sephiroth sieht? Oder seht ihr den auch? Na, stellt sich aus, Cloud ist der Einzige, der die ganze Zeit Sephiroth sieht. Was vielleicht sogar möglich ist, ne? Ohne da zu weit ins Detail reinzugehen, ne? So, wenn man hier unten schwimmen kann, dann wird ja, ich wollte schon gerade sagen, da habe ich schon mal gesehen. Wird aber nicht ohne Grund hier irgendwie so ein Gebiet sein, wo man schwimmen kann, ne? Genau. Reif des Weisen. Das klingt nach Magieabwehr. Magieabwehr, ja, aber so. Klingt vielleicht wie so was für Eris, Megalodon reif. Bevor ich das vergesse. Reif der Weisen, der ist einfach nur stärker, ne? Oh, die sind nicht miteinander verbunden, sehe ich gerade. Nein! Leute, ihr macht es ein bisschen schwer hier so mit der Ausrüstung, ne? Irgendwie fühle ich mich nicht, als würde ich immer irgendwie stärkere Ausrüstung bekommen. Ich bekomme die ganze Zeit Waffen, die irgendwie weniger Materia-Stats haben. Ich bekomme Ausrüstungen, die nicht genug Materia-Stats bekommen. Macht es ein bisschen schwer, hier irgendwie neue Ausrüstung irgendwie so anzulegen in diesem Spiel. Weil alles mehr oder weniger ja von Materia abhängt. Wenn wir auf die andere Seite wollen, dann müssen wir den Wasserstand anheben, fürchte ich. Mal sehen, ob es ein Steuerpult gibt. Hab schon da gerade eine Leiter gesehen, keine Sorge. So, ich gehe nicht weg, bevor ich nicht hier noch ein Weapon sehe.
Mir wurde ein Weapon versprochen. Also gebt mir gefälligst ein Weapon. Wenn wir schon mal hier sind, ne? Oh. Die kriegen wir nicht. Die kriegen wir nicht. Geschockt. So, schon wieder. Da ist schon wieder eine lila Truhe. Wir sahen ja gerade voll ab in Sachen Waffen. Komme ich da hin? Da runter. Ja, oder? Naja, sieht nicht so aus, als könnte ich da hin. Treppe ist kaputt. Hier manchmal den Wasserstand dafür erhöhen, ne? Wie Kate Stiff gerade gesagt hat, ne? Machen wir halt erstmal. Okay, da haben wir wieder ein Kabel. Was ist das hier? Das sieht voll verdächtig aus. Und darum kann man doch hin. Wie kommt man da hin? Was? Da war gerade irgendwas. Hier. Puh, Leute aus dem Weg. Sind aber irgendwie nur Kisten, ne? Na gut. Mach ich doch gerne für ein paar Kisten. Ah. Nee, da ist noch ein Weg. Aha. Gib. Goldhalsband. Boah. Jeder sandt jetzt hier neu ab. Lass mich raten. 5 Materia-Slots. Heilender Hüter. Lehrt die Recherleiste und hat die TP aller Gruppenmitglieder entsprechend. Oh, das ist ehrlich gesagt nicht schlecht. Wenn man darüber denkt, wie schnell sich das Ding eigentlich füllt. Ja, das Ding kann man ruhig mal ausrüsten. Und ausgerüstet lassen. So, was fehlt denn hier noch? Okay, das ist ein bisschen. Ja, da müssen wir natürlich das nehmen, ne? Und das. So, dann kriegst du noch, weiß ich nicht, ne? Präzise Abwehr hast du schon. Gut, Zielen ist schon maximiert. Mehr Willenskraft, weiß ich nicht. Ausdauer. Physische Abwehr, warum ist denn eine physische Abwehr so niedrig? Okay. Cool, so viele neue Fähigkeiten hier. Und da ich die Waffe auch ausgerüstet lasse, müssen wir uns jetzt nicht so beeilen, das zu lernen. Wir sind Gegner. Ah, du. Ah. Was? Der hat meinen Angriff abgebrochen, das gibt's nicht. Alter, ganz ruhig. Mega Schlag. Keinen kommen. So. Wenn der gerade so gut war jetzt. Nicht übertreiben. Oh, ja, gar nichts. Ich mach das. Ja, ich wollte schon sagen, du hast doch Dings hier. Okay. So, bekommt er noch mich hier? Die Fähigkeiten? Irgendwie nicht. Da stand doch irgendwie geschockte Gegner, soll ich angreifen. Irgendwie ist das nicht der Fall. So. Jetzt war da nochmal zurück.
rauf da. Okay. So. Ich muss noch mal. Wart, ihr seid schon wieder hier aufgetaucht. So. Warte mal, wofür ist denn dann das hier? Falscher Knopf. Ausgezeichnet. Na, dann mal hochstellen. Hm. Ich glaube, ich noch her switchen. So, ist das hier höher? Irgendwie sehe ich keinen Unterschied. Doch, hier. Ja, doch, sieht ein bisschen höher aus. Oh, da. Gonga-Kiefer. Haben wir mitten aus dem Gonga rausgehauen. Okay. Moiren. Was erhoffst du dir eigentlich? Ist doch klar, dass ihr in unserer Sekte kämpft. Habt ihr irgendwelche Feinde? Ja, Sephiroth. Und Shinra mit seinen Reaktoren natürlich auch. Das mit Shinra verstehe ich ja, aber Sephiroth? Der ist doch vor 5 Jahren gestorben. Tja, das dachten wir auch. Früher oder später hast du sicher auch das Vergnügen. Also bin ich der Einzige, der Sephiroth hier sieht. Viele verrückte Sachen gehört, aber das ist ja alles. Seit deiner Lektion ziemlich schwach. Also bin ich der Einzige, der Sephiroth sieht. So, ihr Typen, herkommen. Ja, ich treffe den, glaube ich, nicht. Nein. Ah. Jetzt oder nie. Genug. Ah, könnte noch ein bisschen dauern, ein bisschen Angriff lernen. Okay. So, vor 5 Jahren ist er gestorben, ne? Vor 5 Jahren war auch die Mission, die wir mit Sephiroth hatten, ne? Wir erinnern uns, ne? Als Cloud die Geschichte ihr erzählt hat, ne? Wir erinnern uns an die Story, ne? Da ist eine Materie. Und hier ist genau was zum Chillen und zum Relaxen. Zerstörung. Oh, zum Glück habe ich den noch nicht geholt. So, wieder was im... Alles, was immer in Sale ist, werde ich natürlich holen, ne? Ich wusste es. Guck dich da an. Deswegen habe ich dich vorher die Dinger gekauft, weil ich genau wusste, irgendwann kommen sie bestimmt so als Rabatt, ne? Ja, vielleicht kriege ich die so noch, ne? Keine Ahnung. Okay. So, wer kriegt den nur jetzt, ne? Ist das ein ausgeglichener? Das habe ich nicht bei Cloud. Ne, das ist einer für Magie. Das wäre was für Aeris, ne? Oder Yuffie. So. Wenn ich ja Materie ein bisschen umdeponiere, müsste das eigentlich klappen. Ne? Nö, doch. Also jetzt so viele verbundene Sachen. Äh.
MP, irgendwie sitzt sie nie ein. Warte. Yuffi könnte er aber gebrauchen dann. Dann kriegt Yuffi hier den Reif der Weisen. Irgendwie wird das aber mehr so vom Namen hier irgendwie mehr Sinn machen für Eris, ne? Aber nein. So, dann machen wir mal so, ne? Und Eris kriegt dann den für mehr Materia-Punkte, ne? Dann können wir ihr noch eine Materia geben. Nur welche? Das Autowaffenfertigkeiten. Auto. Da habe ich gar nicht. Die Spezialfähigkeit ist sowieso ein bisschen mehr. Geben wir ja mehr Willenskraft. Ja, ne? Gut. Dann gehen wir ja noch ein Nickerchen machen. Und beim nächsten Mal geht es dann ja weiter. Und weil ich will konfrontieren, dann wahrscheinlich entweder die Mäuren oder die Weapon. Naja, also ich glaube nicht, dass wir zu einem Kampf mit einer Weapon jetzt bestimmt nicht kommen, weil die würden uns fertig machen. Das sind so die Endgame-Gegner, ne? Die werden uns absolut vernichten, ne? So, die werden uns zerstören, so wie die Materie, die ich gerade gefunden habe, ne? Gut, aber ist ja auch nicht so wichtig, ne? Wir werden schon sehen, was hier als nichts passiert. Das sieht nur so aus, als wäre das noch relativ weit entfernt. Wo sagt mir das Spiel, wo ich hin soll? Ja, gut. Diesen Gang hier gehen wir im nächsten Part entlang, ne? Und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das würde mich voll freuen. Ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Ciao.